Hier stehen wir, der Freddy mit dem Team von dem Ruhrgebietsladen in Mülheim, der Familie von der Höhe, mit denen ich zusammen das Projekt Kohle für Kohle ins Leben gerufen haben. Wir haben gemeinschaftlich die Idee entwickelt und wir sammeln eben Kohle. Wir geben Menschen Kohle, ein bisschen Steinkohle aus unserer Heimatregion, aus dem Ruhrgebiet. Und die geben uns dann ein bisschen von ihrem Geld, von ihrer Kohle für unsere Projekte für Kinder und Jugendliche. Russland hat sich entschieden, das komplette Lager heute zu räumen und praktisch diese Sachen gegen Spende zu verkaufen. Also es gibt keine festen Verkaufspreise. Wenn sich jemand sein Lieblingsteil aussucht, dann kann er das mitnehmen und muss uns dann eine vernünftige Spende geben. Und die beiden hier, die sorgen eben dafür, dass dann aus 10 Euro 100 Euro werden. Ja? Herzlich willkommen zur 8. Drive-In Movie Night. Ja, spielen jetzt mal eine Runde hier. Der Wünschewagen ist ein neues Ehrenamtsprojekt des Arbeiter-Samariter-Bundes Ruhr. Mit dem Projekt möchten wir sterbenden Menschen, also Menschen, die sich in ihrer letzten Lebensphase befinden, einen Herzenswunsch erfüllen. How do you feel about that?